Weiter ging es nach Klaipeda. Mitten in der Stadt eine wunderschöne und große Kirche. Vom Besuch hat uns allerdings nicht nur dieses Schild abgehalten. Wenn man das ganze Bild betrachtet, stand diese doch ziemlich protzige Kirche inmitten einer Plattenbausiedlung. Und ich finde es schon verwunderlich, dass die Bewohner der Platten nicht abends mal rausgegangen sind, um der Kirche das Gold von der Krone zu kratzen. Ähnlich schräg ging es dann im Militärgefängnis von Klaipeda zu. Unsere persönliche Wärterin erklärte uns die Geschichte des Gefängnisses und wie wir uns innerhalb zu verhalten haben. Im Inneren gab es dann wieder allerhand Sowjetklamauk. Interessant war die Aussage, dass sich in diesem Militärgefängnis nie wirklich etwas geändert hat, außer die Besatzer und die Porträts der Staatslenker. Ursprünglich gebaut im Kaiserreich als Militärkrankenhaus, diente es den Nazis und den Sowjets und nachher auch den Litauern selbst als Militärgefängnis. Mit dem Beitritt zur NATO und zur EU wurde das Gefängnis nachher überflüssig. Ich vermute, irgendeine EU-Richtlinie hat zur Schließung geführt. Als Extra gab es auf dem Vorplatz eine Reihe von historischen alten Fahrzeugen zu besichtigen. Nicht weniger skurril ging es weiter. Etwas weiter südlich und im Landesinneren besuchten wir eine alte russische Raketenbasis. Wir begegneten diesem Irrsinn mit dem einzig möglichen Mittel. Humor. Dieser verklärte Raketenschütze hat doch garantiert Sozialwissenschaften in Moskau studiert.
Dann ging es mit der Maverick nochmal in die Lüfte für einen letzten Überblick über diese unglaublich großen Waldflächen. Das war unsere Baltikum-Tour 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen und Respekt für die Ausdauer. Im nächsten Jahr geht es voraussichtlich nach Norwegen auf die Lofoten. Bis dann mal.